Die Verkehrsleitzentrale überwacht den Verkehr auf den Hauptachsen rund um die Uhr. Verkehrsleitzentrale Mülheim. Für Notrufe im Straßenverkehr werden von hier aus Rettungskräfte aufgeboten und koordiniert. Bei Unfällen kann die Zentrale den Verkehr steuern, etwa indem sie Tunnels oder einzelne Fahrstreifen sperrt. Für mehr Sicherheit berät die Verkehrspolizei bei Verkehrsanordnungen und Baustellen auf Autobahnen und Autostraßen. Sie betreibt die elektromechanischen Verkehrslenkungseinrichtungen auf dem Straßennetz im Kanton. Deren Daten werden bei manchen Verkehrsunfällen gesichert und ausgewertet. Monatlich wird das Verkehrsunfallgeschehen nach der Rossi-Methode analysiert. Dieses Road Safety Screening überprüft Auffälligkeiten vor Ort. Mögliche Sofortmaßnahmen werden festgelegt und mit dem Tiefbauamt abgestimmt. Damit können weitere Unfälle und sogar Entstehungen von Unfallschwerpunkten verhindert werden. Beispielsweise werden kritische Kurven mit Leitpfeilen entschärft. So wurden dank Rossi schon etliche Maßnahmen umgesetzt. Bei schweren Verkehrs- und Arbeitsunfällen kommt ein spezialisierter Dienst für die Unfallaufnahme zum Einsatz. Er setzt zur Sachbeweissicherung terrestrische 3D-Laserscanner und digitale Fotoapparate ein. Bei großflächigen Schadenplätzen steht zusätzlich ein 3D-Airborne-Laserscanner zur Verfügung, der ab Polizeihelikopter eingesetzt werden kann. Die erfassten Daten werden für die Unfallrekonstruktion und die Untersuchungsbehörden benötigt. Der verkehrspolizeiliche Einsatzdienst führt täglich Spezialkontrollen auf den Straßen im Kanton durch. Er unterstützt auch die Regionalpolizei bei der Bewältigung von Verkehrsunfällen. Bei Großveranstaltungen wird er für den verkehrspolizeilichen Ordnungsdienst beigezogen. Eine spezialisierte Gruppe der Verkehrspolizei ist für die Ermittlung von schwerwiegenden Verkehrsdelikten zuständig. Beweismittel werden auch in den digitalen Medien und auf mobilen Datenträgern gesichert. Bei diversen Aktionen gegen Rasergruppen wurden so Führerausweise und Fahrzeuge eingezogen und Verkehrsteilnehmer identifiziert und angezeigt. Die Seepolizei ist als spezialisierte Dienststelle der Verkehrspolizei für die Sicherheit auf allen schiffbaren Gewässern des Kantons verantwortlich. Sie überwacht den Schiffsverkehr, kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften und hilft Menschen in Seenot. Ihre Polizeitaucher kommen bei schwierigen Tauch-, Such- und Bergungsaktionen zum Einsatz, nötigenfalls auch per Helikopter. Verkehrspolizei. Verantwortlich für die Verkehrssicherheit im Kanton Zürich.